Wunderschön, guten Morgen, herzlich willkommen oder Mahlzeit, wie auch immer, es ist ja schon mittlerweile 16 Uhr. Herzlich willkommen auf jeden Fall zum Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben hier ein Kampagnenfahrzeug und zwar die Neuerwerbung vom Herrn Giesbrecht. Der hat ein Fahrzeug von einem Bekannten erfahren, nur dieses Auto macht ein bisschen Ärger. Es sieht nach rechts, es sieht nach links, es ist kaum auf der Straße zu halten und ja. Die Bremsen machen auch ein bisschen Ärger. Ergo klingt es eigentlich ziemlich nach Aufhängung, Schrägstich, Bremse. Und zwar volle Programm. Wir werden uns jetzt erstmal angucken. Wir werden jetzt erstmal anfangen, die Karre vorne auseinander zu bauen. Also sprich das Fahrwerk raus, die Bremsen raus. Klar, erst die Bremsen, dann das Fahrwerk. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Man sieht es schon auf den ersten Blick tatsächlich, dass hier sehr, sehr viel Ärger macht. Da wurde der gute Herr von seinem Kollegen, von seinem Nachbarn, ein bisschen übers Ohr gezogen. Naja, mal schauen, wie teuer es ihm zu stehen kommt. Wir fangen erstmal an, auf jeden Fall mit der Felge. Hier, würde ich sagen. Ja, schön, wie gesagt, auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr immer wieder, wenn zahlreiche Leute hier auf meinem Kanal sich verirren. Und, ja, zusehen, wie ich hier Scheiße laber, wie ich hier den einen Fehler am anderen liefer. Mal gucken. Ich würde sagen, die Hinterachse gehen wir mit dran, weil die vorne, die Bremse sieht eigentlich auf den ersten Blick doch relativ gut aus, aber mal schauen. Radlager raus. Ich hoffe, dass ich alles finde. Wahrscheinlich dürfen wir mal alles komplett auseinandernehmen. Wir machen. Ah, ich habe schon wieder was vergessen. Ich habe schon wieder vergessen, alles auseinander zu verkaufen. Egal, alles gut. Müssen wir halt in der nächsten. Machen wir dann am Ende der Folge. Wenn ich dran denke. Ich kenne mich. Sehr wahrscheinlich werden wir heute nur dieses Kampagnenfahrzeug machen. Das ist halt dann so. Aber, wenn er weiß, es eh nicht. Ich werde es jetzt mal vorne alles auseinanderbauen. Und dann durchgucken, ob wir noch alles haben. Wenn wir das alles schon haben, brauchen wir nicht hinten an die Hinterachse. Aber ich vermute ja. So, Spurstange kann raus. Lenkgetriebe muss natürlich noch drin bleiben, weil Lenkgetriebe ist noch auf der anderen Seite verbunden. Das heißt, sie müssen ja noch auf die andere Seite raus. So, jetzt muss man hier die ganzen Gummilager rausnehmen. Ja, warum kann ich jetzt noch nicht das Ding auseinanderbauen? Ganz simpel, weil die eine Seite noch dran hängt. Wenn die zweite Seite sagt, ich bin raus, dann kann man das weiter nachbauen. Er sagt zwar jetzt gerade viele Aufträge, aber wir werden mit dem Auto ja heute ein bisschen beschäftigt sein. Das ist halt manchmal diese Kampagnenfahrzeuge, diese Billigfahrzeuge. Das waren fast alles so Billigdinger nur. Und irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Autos gekauft haben. Wir hatten den Roadmaster, wir hatten den Golf, glaube ich, ziemlich am Anfang. Wir haben, gut, außer vor Ellershagen, ihr Auto. Das hatte nämlich das Problem, dass sie da eine Bodenwelle übersehen hat und ziemlich böse drüber gerollt ist. Und sich damit einmal komplett die Vorderachse zerlegt hat. Die wir dann einmal neu bauen mussten. Aber naja, ist halt so. Nicht an, aber. So, gucken wir mal rein. Das fand ich schön, die Dings machen. Die vor allerdings. So. Ich brauche jetzt zwei Hebebühne, weil dann kriege ich ein drittes Auto hier rein. Warte mal. Hier ist noch ein Stabi, der rausgehen kann. Dann haben wir hier ein Lenkgetriebe, was rausgehen kann. Ich vermute, weil jetzt die ganzen noch die Dings hier nicht drin raus sind. So. Warte mal. Hier die Gummilagerbuchse. So, dann nehmen wir das Ding hier quasi direkt mit raus. So, dann gucken wir uns das ganze Ding mal an, was wir haben. Es ist doch bei weitem noch nicht alles. Es ist vermutlich gerade mal ein Teil. Ich muss die Katze kurz rausnehmen. Ich bin sofort wieder da.
So, diesmal habe ich dran gedacht, das hätte wieder zu machen, nicht wie vor ein paar Folgen, wo es nämlich nicht der Fall war. Ja, gut, dann geht's weiter mit der Hinterachse. Ah, gut, da geht's nicht schöner. Sieht schon wieder so aus, es werden da tatsächlich noch mehr Teile zu. Es werden da noch mehr Dinge zu tun. Egal, alles gut, alles raus, was raus muss. Ich stehe gerade 10 Bucks, ich damit. So, raus damit. So, nehmen wir das mal alles mit raus. Dann haben wir hier unten noch so ein Befestigungsplatte. Ich vermute, dass, wie gesagt, das ist schon zu viel. Bevor ich jetzt alles auseinanderbaste, gucke ich mal nach, ob da noch was ist. Da fehlen noch 3 Teile. Wir nehmen erstmal die Hinterachse auf der anderen Seite auseinander. Weil nicht, dass da am Ende heißt dann, ich habe zu viel gemacht. Manchmal ist auch zu viel nicht immer gut. Ja, sieht schon so aus, als wäre da einiges am Haken. Ah ja, die bleiben scheinbar. Die Bremssattel müssen raus. So, die Steckachse weg. Ich muss sie hier rausnehmen. So, haben wir alles oder es fehlt da noch ein bisschen was? Es sind noch 2 Teile. Dann haben wir alles. So, Fahrzeuginfo brauchen wir nicht. Wir müssen weiter Fahrzeug demontieren. Nein, nicht Fahrzeugdemontage, so ist es richtig. Normaler Modus. Also weiter mit die Fahrzeuge auseinander basteln. Kann immer sicher sein, dass es sehr, sehr teuer wird. Ach so, ja, hier fehlen noch die Teile. Dann könnte man wahrscheinlich in die Steckachse rausnehmen. Ich glaub, dann haben wir sie alle. Würde ich mich was wundern, wenn, würde mich nicht wundern, wenn so wäre. Nehmen wir hier mal schnell noch die Gummilagerbuchse raus. Das ziehen wir nicht raus, alles klar. Weil da unten noch eine Befestigungsplatte drunter liegt. Die darf mal kurz weichen. So, dann haben wir das auch weg. Gut. Gucken wir mal nach. Hier liegt noch ein Teil, was da weg muss. Der Akschenkel kann weg. Ach, da hing noch ein Akschenkel an der Seite dran, oder was? Nee. Doch, klar. Nein. Nein, doch. Oh. Ja gut, wahrscheinlich hier, weil die Welle, weil die hier noch ein bisschen was dran hängt. Und zwar die Kardanwelle, die weg muss. Dann könnte man wahrscheinlich in die Achse rausziehen. Wir haben jetzt 10 Minuten gebraucht, das mit dem Auto auseinander zu basteln. Bisher. Ach, da liegt doch ein Problem. Da ist noch ein Teil, was da weg muss. Hier, das da. Der Linkslenker. Der Linkslenker muss noch raus. So, dann haben wir da, glaube ich, aber alles durch. Dann müssen wir aber alles raus haben jetzt. Dann kann der... So, dann gucken wir mal, ob wir alles haben. Ja. Na, Happy Birthday, lieber Freund. Du hast natürlich jetzt alles, weil wir haben auch nichts weiter, was noch zusätzlich ist. Wir müssen jetzt gucken, dass wir alles, was da jetzt unterwegs rumkreucht, neu bestellen. Fangen wir an. Gummilagerbox so groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. 9 mal die Gummilagerbuchse. Gummilagerbuchse groß. 9 mal insgesamt. Bestellt. Dann Bremsbeläge. 1, 2, 3, 4. 4 mal Bremsbeläge. Bremsbeläge. 1, 2, 3, 4 mal. Nächste. 4. Fahrzeuginfo. Bremssattel Typ A. Einmal. Zweimal. Bremssattel Typ A. Zweimal. Nächste Teil. So, Fahrzeuginfo. Steckachse, Hinterachse. Brauchen wir insgesamt 2. Klar. Macht auf der Vorderachse natürlich relativ wenig Sinn. Steckachse, Hinterachse. 2-mal. Nächste. Die Bremsbeläge haben wir, die Gummilagerbuchse. Die Steckachse für die Hinterachse haben wir. Die Spurstange. Brauchen wir 2-mal. Spurstange. 2-mal. Ich mache alles nach und nach. Ich fange jetzt nicht an, noch irgendwas dazwischen zu machen. Spurstange haben wir. Das Lenkgetriebe. Brauchen wir 1-mal. Das Lenkgetriebe. Immer 1-mal. Klar, gibt auch noch 1-mal. Kostet aber richtig Asche. 760.000. Gut, wir haben 19.000 auf dem Konto. Aber wir kriegen ja das ganze Geld wieder quasi plus Bonus zurück. So, gut, okay. Nächste. Gucken wir uns nochmal die Vorderachsträger Typ B. Brauchen wir 1-mal. Klar, es gibt auch noch eine Vorderachse. Der Vorderachsträger Typ B. Hier ist er. Kostet auch fast 500 Dollar. Gut, dass ich die Scheiße nicht zahlen muss. So, Vorderachsträger. Ich würde dem Nachbarn irgendwas erzählen, oder dem Bekannten erzählen, was erzählen, wenn der mir die Karre so hingelegt wurde. Gut, Spur, Stangen, Kopf. 1, 2, 1-mal, 2-mal, 2-mal. Der Spurstangenkopf. Spurstangenkopf. 2-mal. Nächste. Der Bremsbeläge. Haben wir die schon einmal rumgehabt oder haben wir die, brauchen wir die nochmal neu? Ja, die haben wir schon bestellt. Okay, haben wir 8 Stück bestellt. Spurstandkopf haben wir drin. Der Bremsscheibe innenbelüftet. 1-mal, 2-mal. Bremsscheibe innenbelüftet. 2-mal. Nächste. So, Radnabendeckel 2-mal. Radnabendeckel 2-mal. So, das billigste wahrscheinlich. Nächste. So, der nächste Teil. Das nächste Teil. Bremsscheiben. Radnabendeckel haben wir. Kollegerbuchse haben wir, Spurstange auf Schwung, kommt von Bremsbeläge, haben wir Bremsscheibe innenbelüftet. Bremssattel Typ A. Haben wir die? Ja.
Radnabendeckel haben wir, Gummilagerbuchse haben wir drin, Querlenker, Vorderachse unten, Typ A zweimal. Und dann haben wir alle. Querlenker, Vorderachse unten, Typ A. Vorderachse unten, Typ A zweimal. Reiterisch müssten wir alle haben, an Teilen. Fangen wir wieder an, das ganze Ding zusammen zu basteln. Hackschenkel mal bestellen müssen. Gut. Ist nicht schlimm. Alles gut. Stoßdämpfer. Hätte ja alles sein können. Wir müssten ja alles einmal kurz auseinandernehmen. So. Bloß jetzt nicht anfangen, irgendwelche Scheiße zu vergessen. Jetzt wird mein Piepse nicht Manöver machen lassen, das ist es mal so, wenn der Auftrag rein oder rausgeht. Rein damit. Spurstange. Spurstangenkopf. Genau, hier ist eine Koppelstange noch rein. So. Radnabe. Dann kann hier das Radlager rein. Die neue Bremsscheibe ran. Kriegt da vorne neue. So, dann haben wir das vorne auch soweit. Ratten am Deckel noch drauf. Und dann haben wir es soweit vorne. Erstmal auf der linken Seite zumindest vorne fertig. Jetzt kommt die ganze Schose auf der rechten Seite. So. Spurstange rein. Spurstangenkopf rein. Und der Querlenker unten drunter. Rein damit. So, die Gummilagerbuchse rein. Und dann geht's weiter mit dem Stoßdämpfer. So. Drin. Hier kommt eine Rattennarbe ran. Klar, das war meine Vermutung einfach, die komplett da links raus war. Irgendwo wüsste ich die Fehler schon finden. Wir sind jetzt bei ca. 20 Minuten. So. Rattennarbe. Da kommt eine Rattennarbe wieder. Nein, natürlich keine Rattennarbe, sondern das Radlager. Ich such's gerade. Hier. Und dann kann ich die Radnabendeckel, den wir neu gekauft haben, rein. Und jetzt geht der Bremssattel Typ A auch drauf. Ja, hier. So Koppelstange, die noch fehlt. Genau. Und dann kann der Reifen drauf. So, dann haben wir zumindest die Vorderachse mal wieder fertig. Und jetzt geht die ganze Schose weiter an der Hinterachse. Die muss nämlich auch nochmal komplett rein. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Aber das kriegen wir hin. Das dauert nicht lange.
Geschenke rauf. Stärkeachsel drauf. Komm, Scheibe rein. Gucke ich gerade noch irgendwo was. Hier müssen wir nicht weitermachen. Gehen wir nämlich weiter nach unten. So. Hier weiter mit dem Stoßdämpfer. So, dann setzen wir hier den längs. Bevor wir es irgendwie wieder vergessen. Da fehlt nämlich noch einer. So, die Federung rein. Gut. Andere Seite. Und das ganze Spielchen wieder auf die andere Seite. So, dann haben wir das auch fast fertig wieder. So, rauf da mit dem Hitzeschutzblech. Steckachse. Bremsscheibe. Die meiner Meinung nach ich hätte austauschen müssen, aber wenn das nicht will, dann kriegt er keine neue. Ich hätte es gemacht. So, ich hoffe, dass wir alles haben. Nein, haben wir nicht. Gummilager, Buchse und ein Bremssattel. Sag ich doch, mit hinten muss neu. Sag ich, muss noch was runter. Beim Sattel nämlich. Aber wo? Ja, wahrscheinlich der hier. So, Frage, habe ich alle? Habe ich noch einen Bremssattel? Nee, habe ich nicht. Ich muss noch einen Sattel kaufen. Bremssattel und eine Gummilagerbuchse. Wieder eine Gummilagerbuchse, die ich wieder vergessen habe, wie ich mich kenne. So, gucken wir mal nach, ob wir was wieder machen. Das war der Bremssattel. So, da fehlt auch eine Gummilagerbuchse. Ich vermute, dass irgendwo in der Hinterradaufhängung wieder irgendwas fehlt. Ach ne, hier ist noch eine Kardanwelle, die muss runter drauf muss. Gut. Aber. Und jetzt doch wieder an der Vorderachse.
Natürlich, hier unten ist sie. Bin ich froh, dass sie sie direkt gefunden hat. Da. Eigentlich müsste jetzt alles da sein. Na? Wie wieder? Schon wieder eine Rumlagerbuchse, die fehlt oder was? Ich schaff's nicht. Das ist ja nicht nur die Gummilagerbuchse, das ist hier auch noch eine Befestigungsplatte, die runter muss. Aber wo? Aber wo? Aber wo? Es ist so wie wieder, wie gesagt, es ist nur scheiß Buch. Muss ich jetzt echt sogar, muss ich jetzt echt alle Gummilagerbuchsen rausfischen? Ich will eine Gummilagerbuchse noch rausnehmen, nicht die über die Dings. Gut, 9 Stück soll ich hier tauschen. Hat er ja geschrieben. Aber die Frage ist, wo ist denn das eine Teil noch? Wo zur Hölle befindet sich die 9. Buchse? Gehe ich ja mit, aber bei 9 nicht. So. Wo zur Hölle? Kann ich das Auto nicht abgeben? Oder habe ich jetzt noch was vergessen? Er hat es immer noch nicht. Er will es ja noch nicht. Ich muss jetzt ja gucken. Wo ist, wo ist denn das? Jetzt habe ich wieder nie. Warte mal. Kann ich das überhaupt? Das hören? Wo habe ich das? Das im Inventar noch oder so? Vertickt mal gerade so ein bisschen Zeugs. Jo. Müssen wir eine Kiste kurz im Inventar machen? Steuerkarte, Zylinderkopf. Kisten halt sammeln. Aber wo?
Jetzt will ich die Kiste nochmal öffnen. Dauert jetzt einen kleinen Moment, weil ich jetzt gerade alles jetzt mal verkaufen muss hier. Aber wo ist diese scheiß Gummilagerbuchse? Ich kann sie gerade nicht verstehen, wo sie sein könnte. Neun sollen sein. Laut. Laut dem Anzeigeding. Was ist das Ding, was defekt ist? Scheinbar. Dann setzen wir eine neue einfach rein. Komm, ist gut. Bevor ich jetzt mich darum ärgere. Quer. Ach Quatsch. Gummilagerbuchse. Groß. So, dann setzen wir die einfach ein und gut ist, dann wollen wir rummeckern. Ich will sie neu haben, gut ist. Jetzt hoffe ich, dass ich alle habe. Ja. Fertig. Gut. Dann haben wir das. Erste Hebebühne. Aufträge. Und ist noch ein Auto. Tun wir das Auto mit rein. So, dann haben wir das auch. Oh ja. Oh, das ist einiges. Das ist ein Unfallauto, ne? So aus zumindest. Ich befürchte, dass wir da ein bisschen was mehr zu tun haben. Gut. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit diesem hübschen Stück hier. Bis dahin. Tschüss.